Vor ungefähr 2 Wochen war ich auf dem Spielplatz mit meinem Sohn Florian, der mittlerweile 7 Jahre alt ist. Er ist wie so oft auf einen Kletterturm raufgeklettert und ich saß auf einer Bank in der Sonne. Da kommen plötzlich 2 ungefähr 5-jährige Jungs auf mich zugerannt. Der eine zupft an meinen Mantel und sagt, tu den sofort da oben runter. Dieser Kletterturm ist nicht für Menschen gemacht wie ihn, die so dumm schauen. Meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wusste nicht, was ich einem 5-Jährigen entgegnen soll. Mein Tag war einfach gelaufen und ich konnte eigentlich nicht fassen, dass so etwas tatsächlich aus Kindermund kommen konnte. Und doch ist das eine Situation, die ich schon des Öfteren erlebt habe. Obwohl wir um gleichberechtigte Teilhabe und Anerkennung in unserer Gesellschaft für besondere Menschen tagtäglich eintreten und kämpfen, gehört auch das leider zum Alltag mit Down-Syndrom, dass man immer wieder auf die Grenzen stößt. Und auch wenn diese Momente, wie ich sie eben geschildert habe, so viel weniger und seltener sind als die schönen Momente im gemeinsamen Miteinander, wo die Inklusion funktioniert, hallen doch diese Momente so viel stärker in einem selbst nach. Man hat sie im Herzen und es ist einfach verdammt schwierig, danach wieder aufzustehen und weiterzugehen. Der Welt-Down-Syndrom-Tag 2019 steht heuer unter dem Motto Lasst niemanden zurück. Und ich finde, dieses Thema hat seine Brisanz, vor allem dadurch, dass es nicht nur den Moment betrifft, wenn ein Kind mit Down-Syndrom geboren wird. Dieses Gefühl von zurückgelassen werden, das beginnt sehr viel früher, nämlich mit der Diagnose von Down-Syndrom im Mutterleib. Lasst niemanden zurück, das möchte man manchmal den Medizinern und Pränataldiagnostikern zurufen, die einen mit der Diagnose konfrontieren und dann steht man irgendwie allein da mit diesen statistischen Wahrscheinlichkeiten. Man hat schwerwiegende Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, man ist plötzlich mit Ängsten und Sorgen konfrontiert und dann fehlt oft der Mensch, der einen an der Hand nimmt. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich dachte lange Zeit, ich stehe mit diesen Erfahrungen alleine da. Und erst im Gespräch in den letzten 7 Jahren, seit Flo geboren ist, habe ich herausgefunden, dass es ganz, ganz vielen Frauen so geht, und sie das so empfunden haben, dass sie zurückgelassen worden sind. Ich fühle mich heute nicht mehr zurückgelassen. Ich habe erkannt, dass ich eine von vielen bin. Ja? Wir sind nicht allein, sondern wir sind viele. Und wenn wir gemeinsam aufstehen, dann muss keiner auf der Strecke bleiben und keiner zurückbleiben. Deswegen will ich den Welt-Down-Syndrom-Tag 2019 vor allem dazu nutzen, meine persönliche Geschichte zu erzählen, denn sie kann, denke ich, anderen Frauen Mut machen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu erkennen, dass wir nicht alleine sind und dass es immer einen Weg gibt. Madagaskar, alles auf Anfang. Dampfende Bergnebelwälder, verwunschene Kaskaden inmitten des Dschungels und geheimnisvolle Tropfsteinhöhlen, in denen große Fruchtfledermäuse umhergeistern. Madagaskar, die exotische Insel im Indischen Ozean, hat mich schon als Teenie in den Bann gezogen. Ein Geo-Artikel über das Nest der Träume mit seinen seltenen Tieren und Pflanzen, inmitten der wunderschönen Natur des Pangalanis-Kanals gelegen, faszinierte mich nachhaltig. Ich studierte Verhaltensforschung. Mein Traum von Madagaskar beschäftigte mich immer noch, als ich mit mittlerweile 23 Jahren als junge Zoologiestudentin auf ihn traf. Wir schreiben das Jahr 1998. Schauplatz, ein in die Jahre gekommener Kaffeeautomat in nächster Nähe zur Herrentoilette in einem zugigen Winkel der Universität Bayreuth. Einer dieser typischen Multifunktionsautomaten der 90er Jahre, als man noch mehr für sein Geld bekam als bestellt,
weil der Vorgänger eine Gemüsesuppe herausgelassen hatte. Der angewiderte Blick des Studenten in seinen Kaffeebecher spricht tatsächlich Bände. Auf Madagaskar werden die Kaffeebohnen angeblich ganz frisch über dem Holzfeuer geröstet, habe ich mal gelesen. Stell dir einfach vor, wie das duftet. Und schon schmeckt der grausame Automatenkaffee besser, sagt sie zu ihm. Er dreht sich um, lächelt und sagt, ja, das stimmt wirklich, dieser Duft bleibt für immer im Gedächtnis. Sie kann ihn nur entgeistert anstarren. Der erste Mann, der tatsächlich wusste, wo Madagaskar auf der Landkarte zu finden war. Der ihren Traum von der fernen Insel im Indischen Ozean gelebt hatte? Wenn du willst, zeige ich dir meine Dias, offeriert ihr Gegenüber seine imaginäre Briefmarkensammlung und grinst frech. Sein Kaffee mit den Petersilienfetzen ist längst vergessen. 6 Monate später sitzen Beppo und ich gemeinsam im Flieger und brechen auf in unser erstes großes Abenteuer, unseren Traum von Madagaskar gemeinsam zu leben. 21 Jahre sind seither vergangen, doch wir sind der Insel treu geblieben. Genau wie unsere allererste Begegnung Schicksal zu sein schien, verbindet uns ein seltsames Band mit dieser Insel. 2008 holten wir uns den göttlichen Segen für unsere Ehe auf Madagaskar und sind seither durch viele Tiefen gegangen. Ich bemerkte meine erste Schwangerschaft auf Madagaskar, doch unsere Reise fand nach 9 Tagen ihr jähes Ende, weil meine Schwiegermutter plötzlich verstorben war. Schon seltsam. Ein Leben kommt, das andere geht, dachte ich bei mir und weinte an ihrem Grab, weil wir nicht mehr die Gelegenheit gehabt hatten, ihr zu sagen, dass sie zum ersten Mal Oma wird. Doch wenig später weinten wir auch um unser Kind, Mr. Borchen, in der 12. Schwangerschaftswoche. Nach dieser Bruchlandung fiel es mir unglaublich schwer, nach Madagaskar zurückzukehren. Zu viele traumatische Erinnerungen waren damit verknüpft. Und doch überwand ich mehrfach für Filmaufnahmen die Ängste, sprang über die Schatten der Vergangenheit und reiste zuletzt 2011 in den Bergnebelwald von Marocheji, wo ich die seltenen Seidensifakas aufnehmen wollte. Und genau hier ereilte mich das Déjà-vu. Ich stellte fest, ich bin schwanger. Ausgerechnet wieder auf Madagaskar, in der wahrlich gottverlassensten Gegend des Planeten. Allein, denn Beppo war in Deutschland geblieben. Die Schatten der Vergangenheit waren mit einer Macht zurückgekehrt, die mich lähmte. Ich kramte all meinen Mut zusammen und sagte dem Zellklumpen in meinem Bauch, dass wir es dieses Mal gemeinsam schaffen würden und ich ihn heil nach Hause brächte. Ich habe Wort gehalten. Als ich heimkehrte, war ich in der 10. Woche und konnte mein Glück kaum fassen, als ich das kleine Herz schlagen sah. 3 weitere Wochen lebte ich in der ständigen Angst, mein Schicksal würde sich wiederholen, bis zu dem Tag, als diese Angst von einem weitaus größeren Schatten überdeckt wurde. Beim Ersttrimester-Screening in der 12. Schwangerschaftswoche waren Auffälligkeiten bei meinen Blutwerten aufgetreten. Da hatte ich 3 Monate darum gekämpft, mein Baby durchzubringen und dann sollte ich es durch eine Fruchtwasseruntersuchung gefährden? Und was mit dem Ergebnis anfangen, wenn eben nicht alles in bester Ordnung war? Für mich stand schneller fest, als ich mir selbst eingestand, dass die Entscheidung im Herzen längst gefallen war. Ich wollte dieses Kind bekommen und ich wollte keine Fruchtwasseruntersuchung. Wie aber sah das Beppo? Ich hatte keine Ahnung. Es herrschte eine nie dagewesene Stille zwischen uns. Schließlich war es Beppo, der auf mich zuging und sagte, wir sollten den Termin zur Fruchtwasseruntersuchung absagen. Wir waren eben doch 2 Herzen und eine Seele. Und Seelenverwandt mussten wir wohl auch sein. Denn seit der Geburt unseres Sohnes sind wir durch zahlreiche tiefe Täler gewandert. Wir haben uns fast komplett aus den Augen verloren, wiedergefunden und kämpfen noch heute um das Selbstverständnis unserer Partnerschaft, die unsere Beziehung einst so stark machte. Aber wir stehen noch hier, zusammen, Seite an Seite mit unserem kleinen Sohn Florian in der Mitte, den wir mehr als alles auf dieser Welt lieben. Im Sommer 2018 sind wir gemeinsam mit Flo zurückgekehrt nach Madagaskar, wo laut Überlieferung der Ort allen Ursprungs liegen soll. Die Geister der Vergangenheit übermannten mich mit solcher Wucht, dass ich zusammenbrach und aufgeben wollte. In diesem Moment der völligen Kapitulation erinnerte mich mein Sohn, dass wir uns schon einmal als Team durch Madagaskar gekämpft hatten.
Ich ließ das heulende Elend, das ich war, zurück in dem Hotelzimmer in Morondava und begann, mich ganz darauf einzulassen, mit unserem besonderen Sohn diese besondere Insel neu zu entdecken. Gemeinsam bessere Erinnerungen zu schaffen und die Schatten der Vergangenheit endlich ruhen zu lassen. Er ist Meister darin, sich auf Neues einzulassen. Von ihm konnten wir viel über Gelassenheit und Gleichmut lernen, wenn nicht alles nach Plan A und auch nicht nach Plan B verlief. Flo ist genau das Reisekind, das wir uns immer so sehr gewünscht hatten. Es ist kein Zufall, dass er bei uns gelandet ist. Er ist die Summe unserer Teile. Begegnet den Fallstricken des Lebens mit einem breiten Lächeln und er kommt mit Gelassenheit eigentlich immer an sein Ziel und erreicht seine Wünsche und Träume. Ich hoffe für ihn, dass es immer so bleiben mag. Er kann seinen Weg gehen, wenn man ihn an der Hand nimmt und auch gehen lässt. Wir haben es noch keinen Tag seines Lebens bereut, damals die Entscheidung gegen die Fruchtwasseruntersuchung getroffen zu haben. Denn ein Leben ohne ihn wäre ganz einfach nicht unser Leben.